Ja, alleine. Ja, gerne alle einfangen, aber ich bin wohl schon zu alt für sowas. Stimmt, du siehst auch total alt aus. Könntest du das bitte für mich erledigen? Das wäre sehr nett. Natürlich, wir sind doch auch total nett. Unser Protagonist ist der liebste Typ auf Erden. Ich dachte, ich müsste jetzt schlagen. Komm her, du garstiges Biest. Hallo. Du bekloppte Maus. Was ist los? Okay, das wäre eine schwere Geburt. Hier, die auch. Haha. Ich sauge sie quasi ein. Das finde ich gut. Oh, guck mal, wie süß, wie die da hockt. Ist niedlich. So, gibt hier sonst noch irgendein Mäuschen? Ja, wo sind denn die Mäuschen hier? Ja, wo sind die? Ja, irgendwie haben wir die, glaube ich, alle. So. Ich will die Tour aufmachen. Ja, okay, Kammerjäger gespielt. So. Oh, ich will mal gucken. Hier war das. Aufgabenbuch, haha. Das wissen wir. Aha. Okay, ich wollte jetzt mal prüfen, ob das auch da drin steht, sowas. Das tut es tatsächlich, sehr gut. Und, hast du alle Mäuse erwischt? Was? Klingt ganz so, als wären da noch ein paar übrig. Nervös. Wo zur Hölle? Bin ich blind? Ihr habt die wahrscheinlich schon lange gesehen. Ist hier noch irgendwo? Bin ich doof? Oh, ja, okay. Gut, wir müssen alles anklicken. Ist ja in Ordnung. Okay, hier werden wohl keine sein in den Fässern. Aha! Zu viel! Hintergekloppe! Buch. Okay, ich glaube, wir haben alles. Wir haben alle Mäuse eingefangen. Wunderbar. So, jetzt aber. Ich hure die Mäuse immer. Ich höre die Mäuse gar nicht mehr quieken. Das heißt dann wohl, dass du alle eingefangen hast. Vielen Dank dafür. Danke für einen Teil deines Herzens. Sehr nett von dir, deine Organe mit mir zu teilen. Was macht ihr jetzt eigentlich mit den ganzen Mäusen? Ich esse die. Vielleicht kann der Wirt der Kneipe da irgendwie eine Suppe oder... Ja, das ist... Yes, das. Ja, man muss ja aus allem Kapital schlagen, ne? Dann wollen wir mal gleich da reingehen. Schade, er hat wohl, wie es aussieht, nicht... Das wäre cool gewesen, wenn er jetzt hier... Da hätte man auch einen schönen Dialog einbauen können. Ich bin ja auch hier, um so ein bisschen zu kritisieren. Verstehen Sie? Ja. Aus Spielersicht halt. Das ist so ein bisschen, was man anders machen könnte. Man muss ja nicht. Ist ja nur meine spezielle Meinung. Ihr habt vielleicht andere Meinungen und denkt so, boah, ey, Keks, ey, halt's Maul. Geh mir mit deinem Gelaber nicht auf den Keks. Ne? Also es ist ja allen freigestellt. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ich finde es aber cool, wenn die hier so einen Dialog gerade so hätten, so, ey, ich will das so verkaufen, so, weißt du, so voll die scheiß Mäuse, so, ey, Alter. Das wäre ganz cool gewesen. Aber okay, egal, muss man nicht. Nur meine eigene Meinung. Das wäre jetzt so meine eigene Idee, wie man es machen könnte. Wirklich interessant. Richtig. Im Gegensatz zu Heiltränken kann man Heilkräuter nirgendwo verkaufen. Man muss sie schon selber in Wäldern suchen. Allerdings ist ihre Wirkung bei weitem nicht so stark wie die von Heiltränken. Wunderbar. Du hast mir so geholfen. Es geht doch nichts über eine herzhafte Mahlzeit, um wieder Energie aufzudanken. Wenn du eine neue Rüstung brauchst, dann solltest du mal zu unserem Schmied gehen. Aber du wirst nicht nur Goldmünzen brauchen, um dir eine neue Ausrüstung schmieden zu lassen. Man benötigt nämlich auch noch Metalle. Weil der Schmied hat nämlich nichts auf Lager, der ist ein sehr fauler Typ eigentlich. Wo man die herbekommt, weiß ich allerdings auch nicht, keine Ahnung. Sorry, kann ich dir nicht helfen. Da wollt mir so ein Kerl doch glatt... Okay, sehr gut. Wollt mir so ein Kerl doch glatt ein paar Mäuse verkaufen für Mäusesuppe. So ein Quatsch, habe ich ja noch nie gehört. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Wenigstens hat das doch irgendwie berücksichtigt. Okay. Wollten wir jetzt eigentlich so richtig einen hinter die Binde kippen, aber na gut, dann halt nicht.
So, da waren wir hier auch. Die Stadt ist so groß. Ja. Hallo. Na. Als ich noch ein junges... Was? Du bist jung. Als ich noch ein junges Ding war, wollte ich unbedingt einen gebildeten und belesenen Ehemann. Warum? Der hat doch da Bücher auf dem Tisch liegen. Und das habe ich jetzt davon. Während er den ganzen Tag liest, muss ich alleine den gesamten Haushalt schmeißen. Puh. Männer, nur am Lesen. Gebildetes Volk. Okay, von hinten kann man den gar nicht sprechen. Ein gutes Buch zu lesen macht zwar Spaß, aber ohne das richtige Licht kann es manchmal ganz schön anstrengend sein. Ich sag's dir, das Licht ist wichtig. Das Licht! Okay, verrückte Truppe, was ist weg hier? Fertige Leute hier. Hui! Ah, cool. Hui! Schwarzmarkt. Warum ich mich hier verstecke? Na, wegen den Spinnen und den Mäusen im Lager. Die sind überall. Die Mäuse und die Spinnen überall. Nur hier nicht. Was sind für Spinnen? Na, die Spinnen, die uns schon seit Wochen immer wieder angreifen. Siehst du sie nicht überall? Das sind ganz eklige und große Dinger. Und die Stadtwache ist machtlos gegen diese Plage. Es dauert nichts. Warum ich Mäuse im Lagerhaus? Ja, die Mäuse. Die Mäuse, die es sich nicht in unserem Lagerhaus gemütlich gemacht haben. Die fressen uns bestimmt noch alle vor. Achso, ich dachte gerade, die fressen uns. Die fressen uns bestimmt noch alle Vorräte weg. Nein. Du kannst ja selbst mal ein Bild davon machen. Diese garstigen Plagegeister, diese Monster. Der Eingang hier oben zum Lagerhaus ist direkt gegenüber der Kneipe. Okay, der Weg führt in das Gestein. Secret. Der Bronzeklump, mein Gott. Das kann ja ein Bronzeschwert schmieden. Oder ein Bronze. Oh, le Bronze. La Bronze. Mäuse, wo sind Mäuse? Genau, wir gehen jetzt mal in die Kaserne. Ein Schmied hier in der Stadt zu haben, ist für uns von sehr großem Vorteil. Vielleicht hast du es ja schon bemerkt, dass wir all unsere Waffen von ihm beziehen. Mein Gott, er hat Monopolstellung. Was ist hier nur los? Gibt's hier kein Kartellgesetz und so ein Quatsch? Manchmal wissen die Bewohner von Eladin es nicht zu schätzen, dass es uns gibt. Eigentlich nie, aber ohne die Stadtwache wäre es hier eigentlich, wäre es hier längst nicht so sicher. Tut mir leid, aber dieser Bereich ist nicht für Zivilisten vorgesehen. Wer sagt denn, dass ich Zivilist bin? Mein Freund. Außerdem habe ich ein paar Hustentabletten, Bonbons für dich gegen deinen schweren Würfelhusten. Ja, ja. Trotz der Stadtwache fühle ich mir in Eladin einfach nicht sicher. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir in ein anderes... Was? In eines der Dörfer ziehen würden. Fiorona soll ja ein sehr idyllisches Plätzchen sein. Oh, ich hab mich vertan. Egal! Wieso hast du eigentlich so eine hohe Stimme als Mann? Ich meine, spinnst du? Den Fiorona haben wir noch nicht einmal in einen Kleiderladen. Wo soll ich mir denn dann was Hübsches zum Anziehen kaufen? Vorurteil, Archetyp, Punkt, Ausrufezeichen, Ding. Frauen, verdammt! Schwieriges Volk. Ah, ich stürze fast von der Klippe. Oh, Secret. Warum? Wenn du diesen Weg hier weiter folgst, dann gelangst du direkt zu unserem hiesigen Schmied. Okay, danke dir. Das war voll cool. Ach komm, es geht doch hier weiter. Ich will Secrets, wo sind Secrets? Ah, Zerschneidakt. Okay, also, gut, dann wollen wir mal. Wo ist eigentlich unsere Kollegin abgeblieben? Wir haben ihn nirgendwo gesehen.
Ah, hallo Keksi, ich hab schon auf dich gewartet. Du kommst bestimmt wegen deinem Schwert. Ja, genau. Diesmal hast du es ganz schön übertrieben. In so viele Einzelteile ist dein Schwert noch nie zerbrochen. Was hast du denn damit gemacht, sag mal? Ich wollte dem Monster Gilgamesh ein für alle Mal den Garaus machen. Ist doch klar, was sonst? Schon wieder? Oh, Junge, dem Zustand deines Schwertes nach hast du wohl wieder verloren. Warum legst du dich nicht lieber mit kleineren Monstern an? Weil, Gilgamesh, vergiss es einfach. Naja, mir soll's recht sein. Immerhin bist du mein bester Kunde. Nicht die Armee, sondern du. Da fällt mir ein, dass ich gar keine Goldmünzen eingesteckt. Das hat sich ja schon erledigt. Euer Dorfältester, der mir das Schwert gebracht hat, hat schon im Voraus für dich bezahlt. Ein wirklich feiner Kerl, euer Ältester. Ja, das sagen bei uns im Dorf alle. nur ich nicht. Warte bitte kurz, ich hol schnell dein Schwert. Wo hab ich's hingelegt? Ach, verdammt, scheiße. Wo ist das Ding? Oh nein. Okay, ich hab das jetzt wirklich nur... Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ne? Ich hab das jetzt einfach nur so gesagt und es ist tatsächlich so. Sehr schön. Ach, wo hab ich es denn? Da ist es ja. Ich wusste nicht, dass er es nicht findet. Ah, hier hast du's wieder. Da. Das heilige Schwert erhalten. Sei aber in Zukunft etwas vorsichtiger, das sage ich dir jedes Mal. Du hörst ja doch nicht drauf, aber ich muss es dir sagen, weil ich bin der Schmied. Und wenn du mal wieder ein paar Goldmünzen hast, kann ich dir ja vielleicht eine Rüstung schmieden. Dann bist du auch nicht mehr so blutig und dann müssen die Frauen auch immer deine Kleider waschen und die Monster lachen dich nicht aus mit all dem Blut und oder so. Bei einem Schmied kannst du dir neue Rüstung anfertigen lassen. Dazu benötigst du aber nicht nur Goldmünzen, sondern auch verschiedene Metalle. Das hörst du jetzt zum ersten Mal, das wusstest du vorher noch gar nicht. Okay. Gib mir Rüstung. Ja, okay. So, wo ist unsere Freundin? Jetzt, wo ich mein Schwert wieder habe, muss ich nur noch Celes wiederfinden. Celes, wo bist du? Und diesen Stock brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Nein, behalte ihn. Es ist ein Material. Jetzt gleich kommt der Geist des Stocks. Dieser Stock. Oh. Final Fantasy. What the fuck? Sei nicht so hart mit deinem Sohn. Lass Keksi doch auch mal gewinnen. Um ein guter Kämpfer zu werden, muss man auch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ich bin ein strenger Vater. Niederlage? Solange ich noch fest auf beiden Beinen stehe, habe ich gar nicht verloren, du Arsch. Sieh aus wie ein Mädchen, aber ist egal. Daher ein ganz schön hartnäckig. Zum Glück kämpfen wir nur mit Stöcken. Sonst müsstet ihr mich jetzt nach Hause tragen. Ich bin gar nicht so böse, wie ich eigentlich klinge. Für unseren starken Keksi wäre das sicherlich auch kein Problem. Aha, jetzt sehe ich wieder wie Junge was von vorne. Haha, Papa. Los, ich trage dich nach Hause. Oh mein Gott, da kommt ein Schleim. Du bist ganz schön übermütig. Übermütig? Übermütig, kleiner Mann. Achtung, Papa, da ist ein Schleimmonster. Aber du hast deine Schwerter ja gar nicht bei dir. Ja. Wow, das war unglaublich. Du bist wirklich der Beste, Papa. Natürlich. Ein guter Kämpfer weiß sich, mit allen Mitteln zu helfen, selbst mit einem einfachen Stock. Flashback. Ich will den Stock wieder haben. Er ist epic. Er ist der Stock of Devastation. Oh, dann fing er weg. Okay, dann müssen wir mal wieder zurück. Ich will mal eine Ausrüstung anschauen. Ich will den Stock haben. Nun gut. Celes muss man finden. Celes. Mit Z.
speichere nochmal ab. Damit schon einiges hier. Ich versuche, das wirklich irgendwie in einem Rutsch durchzuspielen. Ich habe heute Zeit. Und das Wetter ist schön. Und deswegen sitze ich jetzt hier und spiele. Aber es ist zu heiß draußen. Es ist einfach viel zu heiß. Das ist jetzt meine Ausrede. Es ist wirklich arschheiß. Da wird bestimmt was getriggert hier. Ich versuche es wirklich... Ah, cool. In einem Rutsch durchzuspielen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ach komm, wo sind die Secrets? Was ist los? Zerschneider. Okay, nicht. Ohne Seles kann ich hier nicht weg. Ich dachte, das wird getriggert, dass sie mich dann verfolgt, quasi. Jetzt pass auf, jetzt ist sie hier im Kleidungsshop. Was ist denn los? Oder im Pub, die trinkt sich jetzt erstmal ein. Ah, okay. Die trinkt sich wirklich ein, sehr schön. Hey? Was? Es gibt hier in der Stadt einen Kleiderladen? Wieso? Ich bin dran vorbeigekommen. Mann, bin ich blind. Das ist doch genau das Richtige für mich. Da muss ich hin. Und ich wollte mir hier schon einen hinter die Binde kippen. Danke. Lieber Wirt. Ey. Was ist los? Frauen, verdammt. Weiberpack. Bleib stehen. Also ich habe wirklich nichts gegen Frauen oder so, ne? Auch wenn das vielleicht manchmal hier so rüberkommen kann. Aber ich muss mich ja in die Figur reinfühlen. Oh, sie hat alle verjagt quasi. Also hier den Transentyp. Oh, hallo Keksi. Was meinst du? Steht mir so ein Kleid? Sehe ich etwa fett darin aus? Was hast du gesagt, du Arsch? Ich weiß nicht so recht. Irgendwie kenne ich mich da, glaube ich, nicht so richtig aus. Ich glaube, das war die falsche Antwort. Das wollen die gar nicht hören. Wahrscheinlich wäre es das... Ich musste gerade kurz aufstoßen, weil ich Mineralwasser da nebenbei trinke. Sorry. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn ich es einfach mal anprobiere. Jupp. 5 Stunden später. Lala, lalalala, lalalala. Und, bei dir alles klar? Ja, wie man's nimmt. Irgendwie könnte ich meine Pause vertragen. Ja, wie wär's, wenn wir mal ins Gasthaus gehen? Ich weiß nicht. Wenn Hauptmann Dero da einen Spitz kriegt, dass wir unseren Posten verlassen haben, gibt's Ärger. Ich meine, er sieht das ja auch gar nicht. Der steht doch da unten in der Kaserne, oder nicht? Außerdem sind wir bei dem einen Stadtbewohner auch schon unbeliebt genug. Jetzt, wenn ich jetzt auch noch die Spinnen angreifen, werden wir uns im Gasthaus eingenehmigen, dann ist die Hölle los. Ach, jetzt sei doch mal nicht so. Die Spinnen haben sich hier schon seit Tagen nicht mehr blicken lassen. Und wir bleiben ja auch nicht lange weg, nur für ein, zwei Bierchen. Ich meine, wir haben doch hier diesen Protagonisten jetzt in der Stadt, der macht das schon. Na gut, aber wirklich nur nur für ein Bier. Na klar doch, los, komm. Dab, 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 im Gleichschritt. Ah, du bist so wunderschön. Ich meine, und was meinst du dazu? Das sieht irgendwie sehr großmütterlich aus. Ja, hast wahrscheinlich recht. Nein, hast du nicht, du Arsch, du hast keine Ahnung. Irgendwie passt das nicht zu mir. Hilfe! Das kam von draußen, schnell. Ihr habt nicht bezahlt. Hey, das Kleid müssen Sie noch bezahlen. Die doofe Kuh. Oh, Final Fantasy. Oh, bitte. Vor den Spinnen. Wieder diese ehrlichen Spinnmonster. Oh mein Gott, das ist überall. Sie leuchten. Jetzt habe ich mein Schwert. Spinnen, warum müssen das ausgerechnet... Oh nein, er hat eine... Okay. Verdammt, ich habe eine Spinnenallergie. Aversion. Aber Seles, sieh zu, da kann ich jetzt nicht einfach nur den Rückzieher machen. Mein Gott, eine Tarnspinne.